Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal Sagebrush. Jo. Worum geht es? Es geht weitestgehend um Sekten, um einen Massenselbstmord. Und wir müssen hier irgendetwas aufklären, soweit ich weiß. So, das machen wir mal so. Das machen wir. Ne, warte mal, Brightness nicht. Da. Die Musik kann etwas. So. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt. Der Grafikstil ist etwas gewöhnungsbedürftig. I met Anne first, waiting for the bus. Normally, I avoid talking to just about anybody, but she struck up the conversation. She was so pleasant, so confident. She smiled at me as if she had known me as a kid, and we were just catching up after all these years. She told me she could tell I had a hole in my life. She knew what that was like, she said. She had also had a hole, but it was gone now. I asked her what she was selling, and she laughed and said nothing, nothing at all. That what she had to offer was free for anyone who wanted it bad enough. I asked her what had helped her. She just said, James. James. Wer ist James? War James eventuell der Sektenführer? Riddick Games präsentiert. Kaffee. Ein Spiel von Nathaniel Behrens. Oder Behrens? Behrens? Keine Ahnung. Ich habe mich nicht erkundigt und noch einmal herzlich willkommen zu Sagebrush. Black Sage Ranch, 400 Kilometer nordwestlich von Albuquerque. Schauplatz des Massenselbstmordes von Perfect Haven. 1993. Okay, wie gesagt, der Grafikstil ist ein bisschen verpixelt. Gut, ich weiß nicht, wer wir sind. Ich weiß auch nicht, was wir hier machen. Ich habe mich nicht erkundigt. Ich hoffe, das wird im Verlauf des Spiels noch ein... Was? Um mit dem hervorgehobenen Objekt zu interagieren, drücke X. Machen wir. Auto untersuchen. Ungelogen. Du bist überrascht, dass es tatsächlich den ganzen Weg hierher geschafft hat. Du hast etwas Ausrüstung im Kofferraum mitgebracht. Wollen wir doch einfach mal gucken. Es hat einen Platten. Ah, okay, wir können laufen. Es hat zwei Platten. Oder es steht einfach nur im Sand. Na, wie gesagt, ich hoffe, dass sich das innerhalb des Spiels eventuell so ein bisschen aufklärt. Sonst wäre es eventuell ein bisschen doof. Oh, Drahtschneider mitnehmen. Um dein Inventar zu öffnen, drücke Dreieck. Kriegen wir hin. Ein Drahtschneider, den du dir von zu Hause... Ach nee, den du dir vom Haus geliehen hast. Oh, huch, okay. Dann würde ich sagen, wir wollen mal schauen und hier so ein bisschen was... Das Tor rührt sich nicht und du hast nichts mitgebracht, um es aufzubrechen. Ja gut, ja, ne? Ist, ja. Und gut, ich weiß, wir müssen da hinten... Was? Nein, da ist nichts als Feldwege und Staub in dieser Richtung. Du musst reingehen. Ich muss schon mal gar nichts, Leute. Ich muss gar nichts. Kann ich hier vielleicht auch irgendwas irgendwie... Ne, da steht immer das Gleiche. Da können wir nichts aufmachen. Okay, wir müssen tatsächlich... Wahrscheinlich, warte mal, um einen Gegenstand zu verwenden, interagiere mit einem Objekt, um das Inventar aufzurufen und drücke dann X. Okay, interagieren ist X. Drahtschneider, gut. Der Drahtschneider schneidet leicht durch den rostigen Zaun und schafft so ein kleines Loch. Das freut mich, wir sind drin. Wollen wir... Ah, Junge, es ist draußen. Ich dachte, ich höre Stimmen. Gut.
Wollen wir doch einfach mal gucken, was es hier so gibt. Und wollen wir einfach mal hoffen. Generator einschalten. Hallo. Ein Dieselgenerator. Neben dem Zündschlüssel befindet sich ein Schlüsselloch. Was? Ah, okay. Wir fragen uns, ob nach all der Zeit noch Benzin übrig ist. Das ist natürlich sehr sinnvoll, ein ja, Benzin in einem Dieselgenerator. Ich, naja. Was? Tisch untersuchen? Okay. Verschimmeltes Geschirr verunreinigt den Tisch. Fleckig und staubig. Es gibt jedoch kein Essen. Wilde Tiere haben die Reste wahrscheinlich aufgegessen. Ja. Wollen wir wirklich hoffen, dass auch alle, die hier jemals in der Sekte gelebt haben, tot sind? Weil ich habe keine Lust. Dass es so endet wie bei Outlast 2. Welches ich in nächster Zeit übrigens auch noch spielen muss. Ich hasse das. Ich habe Teil 1 schon gehasst. Alter, ernsthaft. Ja, sieht gar nicht mal so schön aus hier. Das sieht gar nicht mal schön aus. Broschüre lesen. Es ist zu dunkel, um etwas zu lesen. Alter, ernsthaft. Karte mitnehmen. Das ist gut. Es kann ein wenig verwirrend sein, in unserem kleinen Zuhause zurechtzukommen. Keine Sorge, Schwester Anne. Ach nee, keine Sorge. Schwester Anne hat einige Karten gedruckt, die dir helfen, dich einzugewöhnen. Gut, wer ist diese? Was? Drücke Viereck. Ah! Schule. Ist da? Wo sind. Wir sind jetzt im Gemeindehaus, ne? Zoom. Ah, ja, guck mal, da ist. Ist natürlich cool. Ich glaube, unser Auto ist auf der Karte. Ist. Leute, was soll der Scheiß? Eine Tischtennisplatte. Das ist das einzige Spiel, welches du siehst. Sieht nicht aus, als gäbe es genug Platz, um zu spielen. Ja. Alter! Meine Fresse, ey! Nichts passiert. Vielleicht gibt es in der Nähe eine Steckdose. Was bringt mir diese Steckdose, wenn das Licht nicht funktioniert? Es ist zu dunkel, um viele Plattenspieler benutzen. Ich schätze, wir haben keine Platten und keinen Strom. Oh fuck, ey, wie kann denn in so ein altes Holzhaus so wenig Licht eindringen? Unglaublich. Oh Gott, ich. Moment. Hier ist doch gerade irgendwo eine Tür zugegangen. Oder? Also. Ich dachte, das ist einfach nur so ein. Bibelzit. Oh, okay, wir brauchen anscheinend echt. Benzin für unseren Dieselgenerator. Wie man das so macht. Okay, das war jetzt wahrscheinlich Damen und Herren. Hier steht auch noch irgendwas. Auch noch ein Bibelzitat, das ist gut. Ach, oder war das die Tür, die automatisch zugegangen ist? Gemälde unter. Okay, es ist zu dunkel. Wir brauchen eindeutig Diesel. Entschuldigung, Benzin. Oh, Aufführungsplan, Montag. Josiah spielt originelle Hymnen. Dienstag, Evangelium lesen. Evangelienlesung. So. Mittwoch, Juliet Geigenkonzert. Donnerstag, Evangelienlesung. Und Freitag, Kinderaufführung des Buches Sariel. Hinweis: Der Strom war in letzter Zeit ziemlich empfindlich. Möglicherweise musst du den Generator neu starten, um die Lichter wieder einzuschalten. Alles gut, es ist nur ein altes Holzhaus. Es ist normal, dass es knackt und knarzt. Der Schlüssel ist in der Box und der Generator ist an der Seite. Ist das hier eine Box? Es ist in der Tat eine Box. Alter, geht gleich die Sonne unter.
sind wir hier, wenn es dunkel ist, benutzen. Du drehst den Schlüssel, drückst den Knopf und der Generator erwacht mit einem Brumm zum Leben. Alter, warum sind denn diese Türeffekte so laut? Nein. Okay. Ja, klar. So, Lichtschalter? Eher nicht so, ne? Wo haben wir einen Lichtschalter? Porträt untersuchen. Das Bild zeigt einen hochkonzentrierten Mann mittleren Alters. Er hält ein Buch in der linken Hand. Das Gemälde wirkt weniger professionell, aber die Entschlossenheit des Mannes ist spürbar. Ist das eventuell James? Ein Engel geht durch ein leeres Feld, seine Hände im Gebet zusammengepresst. Ja, schick. Gemälde untersuchen. Dieses Gemälde zeigt einen Engel, der die Leiche Jesu Christi in seinem Grab zärtlich wiegt. Gruseliger Engel. Alles klar, wollen wir hier nochmal gucken? Broschüre lesen. Hast du gesündigt? Bist du von Zweifeln geplagt? Hast du Angst vor dem Tod? Hast du das nagende Gefühl, dass deine Kirche nicht die Antworten hat? Es gibt einen Grund. Pater James kann helfen. Ja, das glaube ich auch. Junge. Absolut nicht meine Musik. So, wollen wir mal gucken. Du nimmst ein Buch aus dem Regal. Wir wissen, dass die Verschwörungen bis ins 4. Jahrhundert zurückreichen. Kann. Als Athanasius und seine Gefährten anfingen, wesentliche Werke aus der Bibel auszuschließen. Du blätterst durch eine Broschüre im Regal. Es gibt ein altes Gesetz, für das die moderne Gesellschaft gekämpft hat. Die Rolle des Menschen besteht darin, das Fleisch zu schützen und zu nähren. Die Rolle der Frau ist es, die Seele zu schützen und zu nähren. Die Rolle des Menschen und die Rolle der Frau? Sind Frauen keine Menschen? Habe ich irgendwas verpasst? Du nimmst eine Bibel aus dem Regal und blätterst durch. Denn Christus hat auch einmal für die Sünden gelitten, die Gerechten für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führen kann, indem er im Fleisch getötet, was aber im Geist lebendig gemacht wird. Okay, ich tue mir das nicht weiter an. Was? Ich meine, ja, es ist eine alte Bude. Es ist ein Holzhaus, eine Holzbaracke, aber Leute, das hatten wir schon. Moment. Tape-Deck benutzen. Okay. Well, I had just graduated from college. You know, I was a communications major. That part was true. So I graduated and I couldn't find a job. I had no idea what I wanted to do and got pretty depressed. My boyfriend at the time said I was holding him back and took off, so that was that. I could have moved home, but I didn't. I stayed out in California, but it's not like I had any friends there. My parents would call and I would just lie about how things were going. I didn't know what I wanted because I guess I didn't really want anything. I would wake up and just count the seconds ticking off of my life until I fell back asleep. We were all broken in some way, I think. Some more than others. Okay. Ja. Habe ich hier irgendwo noch was sehen? So ein Tape-Deck? Alter, Kassettenspieler? Nee, ne? Okay, wir wissen jetzt aber auch nicht, von wem das ist, oder? Wir haben nur das Inventar. Achso, da können wir auch steuern. Nee, wir haben nur Inventar. Wir können Karte aufrufen. Wir sind immer noch im Gemeindehaus. Alter, ist das Feuerstelle? Leonard, Peyton, Andrew, Viola, Lillian. Da hinten ist das Pfarramt. Es gibt eine Schule, es gibt eine Feuerstelle, eine Kapelle, Minen und Säuberungsraum. Der Säuberungsraum ist fast so groß wie das Gemeindehaus. Einst ein schönes Instrument. Jetzt sind die Saiten verrostet und der Lack verblasst. Ja gut, wenn man es so lange hier stehen lässt, ne? Notenblatt lesen.
Nein, ich werde es garantiert nicht singen. So, Licht war an, Licht war an. Was haben wir hier? Notiz an Lennart lesen. Lennart, die Speisekammer ist nicht deine persönliche Snackschublade. Das Essen ist für die Herde zum Teilen. Wenn du weiterhin Kekse aus dem Lagerraum stiehlst, musst du dich für dein Verbrechen im Reinigungsraum verantworten. Bitte bete und denk über deine Handlungen nach und wie sie der Herde schaden. Ich bete auch für dich, Andrew. Es hört sich sehr. Aber, aber. Es hört sich sehr sektig an. Kaputt. Scheiße. Notiz über Lennart. Lennart hat die Warnung nicht beachtet, mehr als seinen Anteil an Essen zu nehmen. Er plündert ständig Snacks aus dem Lagerraum. Bis wir ihn wieder in den Griff bekommen, habe ich beschlossen, seine Lieblingsspeisen in den Farmschuppen zu bringen und den Schlüssel an der Seite des Bücherregals neben der Tischtennisplatte zu verstecken. Alles klar. Aber wie soll hier einer reinkommen, wenn der Schlüssel woanders ist und man diese Notiz hier nicht lesen kann? Oh Gott, Küchen sind gruselig. Gefrierschrank untersuchen. Der Innenraum ist mit getrockneten, geschwärzten Resten verschiedener geschmolzener Tiefkühlkost überzogen. Ah, Licht. Licht. Geht nicht. Ich gehe wieder hier durch. Ich habe etwas gegen dunkle Räume. Da habe ich das falsch verstanden. Das ist ja Schwachsinn. Die haben ja nur seine Lieblingssnacks weggeschlossen. Hier müssten wir ein. Nein, das kennen wir schon. Was ist das? Torschlüssel mitnehmen. Okay, hier haben wir alles. Die Bibelzitate will ich jetzt nicht unbedingt lesen, weil darum. So, machen wir hier noch mal auf. Wollen wir hier noch mal gucken, ob der Lichtschalter funktioniert. Ja, der funktioniert, okay. Den Kühlschrank haben wir uns schon durchgeguckt. So, können wir hier an den Schränken irgendwas machen? Tatsächlich nicht. Küchengebet lesen. Ermögliche uns, deine vielfältigen Sendungen mit Mäßigung zu nutzen. Segnungen mit Mäßigung zu nutzen. Gewähre unseren Herzen Weisheit, um Exzesse beim Essen und Trinken zu vermeiden und in den Sorgen dieses Lebens. Lehre uns, unser Vertrauen in dich zu setzen und deine helfende Hand zu erwarten. Ja, okay, also Gebete sind absolut. Fliegen Summen um eine Spüle herum, die mit ungewaschenem Geschirr gefüllt ist. Kirche ist einfach nicht meins. Kleine Dose untersuchen. Eine kleine Dose grüne Bohnen an der Seite eingedrückt. Sehe ich nichts von. Große Dose, eine riesige Dose Schweinefleisch und Bohnen, so wie du sie früher gegessen hast. Jawohl. Noch ein Kühlschrank. Du öffnest die Tür und schlägst sie sofort zu, nachdem der überwältigende Gestank von verrottetem Fleisch deine Nasenlöcher erreicht. Yeah, Herd untersuchen. Du fummelst an den Knöpfen herum. Es gibt kein Zischen von Gas, keine Klickzündung. Dieser Herd ist schon lange tot. Der arme Herd. Okay, was haben wir hier? Man kann es nicht lesen, denn die Auflösung spielt ein bisschen gegen uns. So, wir haben zwei Schlüssel. Wir haben. Den Schlüssel vom Tor. Kann man hier drüber? Nein. Kann man hier. Wenn ich jetzt hier rausgehe und hier wieder hin. Aber ich habe doch einen Schlüssel von einem Tor. Ein alter Schlüssel, auf dem Etikett steht Farmschuppen. Jawohl. In den das Wort Tor eingraviert ist. Ja gut, aber welches. Aber. Ist ja auch egal. Ich schätze, wir haben hier drin jetzt erst einmal alles erledigt. Sehen wir uns auf der Karte? Auf der Karte sehen wir uns nicht. Wo ist denn. Moment, wo ist denn Anhänger?
Ach so, da sind die Wohnplätze. Minenkapelle, Pfarramt. Ich habe das Gefühl, das muss bestimmt da hinten irgendwo sein. Das wird wohl das da sein. Kommen wir dort irgendwie hin? Hier ist alles eingezäunt. Da, das Tor ist das bestimmt. Der rostende Schlüssel wehrt sich. Nee, das rostende Schloss wehrt sich. So. Gibt aber schließlich nach und das Tor öffnet sich. Wunderbar. Was? Trophäe erhalten. Willkommen auf der Black. Hab den Namen vergessen, Ranch. Black Sage Ranch. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt einmal da hinten hin. Schauen mal, was das für Lieblingssnacks sind, die weggeschlossen wurden. Aber ich frage mich, warum das alles nicht mitgenommen wurde von der Polizei. Wenn dieser Massenselbstmord bekannt wurde, dann wird hier doch wohl auch die Polizei gewesen sein und irgendwelche Ermittlerteams oder so. Oh, ich sehe gerade, wir sind bei. Ach, egal, wir machen 25 Minuten fast. So, Tür öffnen, Farmschuppen. Du hast die Tür mit dem Schlüssel zum Farmschuppen geöffnet. Jawohl. So, haben wir hier? Haben wir wahrscheinlich gar kein Licht und gar keinen Strom? Hallo? Ah, haben wir doch. Jacke untersuchen. Eine zerklüftete alte Arbeitsjacke. Du wühlst in den Taschen, hustest wegen des Staubs. Du findest einen Schlüssel. Habe ich den Schlüssel jetzt eingesteckt? Andrews Wohnwagen. Alles klar. Gefunden. So, was haben wir hier? Andrews Tagebuch lesen. Wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr mich ein wenig unterstützt in Form von Kommentaren, Likes und eventuell Abos. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.